Als sich Gott ausgedehnt hat, um sich selbst zu erfahren, hat er das Gleiche geschaffen wie sich. Und dann entstand, als Wunsch, sich kennenlernen zu wollen, diese Erde hier, dieser wunderbare Planet. Und als du dann auf dieser Erde angelangt warst, als kleines Kind, fühltest du dich noch ganz eins mit allem und wohlig und geborgen. Du hast gespielt und hattest überhaupt kein Gefühl von Trennung. Es war ein Wohlsein vorhanden, der innere Frieden deiner göttlichen Natur. Und alles war okay. Doch irgendwann durch andere Gestalten, die genauso illusionär sind wie unsere Körper hier, wurde uns scheinbar eingeredet, dass wir etwas anderes sind als das, etwas anderes als das eine. Und so entstand dann das Ego, ein innerer, wuchernder Gedankenapparat, mit einer neuen, scheinbaren Kraft ausgestattet, mit einer Macht, die sagt, ich bin etwas anderes als Gott. Und so entstand eine Illusion, was also wohlmeinend, liebend und ausdehnend gedacht ist, was es immer noch ist, schien sich verwandelt zu haben in einen Albtraum. Aus dem Traum des wohligen Einsseins wurde auf einmal das beklemmende Gefühl, nur noch sehr klein zu sein. Und dann bin ich hier, der kleine, verderbliche, verwesliche Mensch. Und alles andere ist der große, angreifende Rest. Es wurde überhaupt nicht bemerkt, dass sich ein kleiner Irrtum eingeschlichen hat. Nämlich der Irrtum der Trennung. Ein Versuch eines Geschöpfes Gottes, des einen Geschöpfes Gottes, das es nur in Wahrheit gibt, etwas anderes sein zu wollen als seine Quelle. Und da die Quelle nichts anderes ist als reine Liebe, muss also das andere nicht Liebe sein. Und das ist auch der Grund dafür, warum diese Welt so bedrohlich erscheint, angsterfüllend, angreifend, hasserfüllt, alles andere als liebevoll. Du, liebes Kind Gottes, hast vergessen, dass du das alles gemacht hast. Und du hast das deshalb alles gemacht, weil dir alle Macht von Gott, der Quelle, dem Sein, zusteht. Du bist wie dein Vater, aber du bist nicht dein Vater. Dennoch hast du die ganze Schöpferkraft bekommen, denn ohne dich könnte Gott sich nicht erfahren. Denn das Sein, das Göttliche, Gott, egal wie du es nennen willst, ist eine stille, unmanifeste Essenz. Die kann nichts tun und deswegen brauchte sie dich. Und du hast erst liebevoll und warmherzig gespielt und dann plötzlich das Spiel angefangen. Was wäre, wenn ich etwas anderes bin? Durch eine gedankliche Identifikation mit einem scheinbar kleineren Ich. Wir sind das eine Gleiche. Es gibt nur den einen Geist, die eine Ausdehnung Gottes, den Heiligen Geist, den Heiligen Geist. Und darin scheint eine Spaltung entstanden zu sein. Und hier ist diese Spaltung wieder geheilt. Hier wird gesehen, dass alles dasselbe ist wie ich. Hier wird auch gesehen, dass ich der Schöpfer bin von allem. Und hier wird auch gesehen, dass es einen mini kleinen Irrtum gab, der jetzt korrigiert worden ist. Da gibt es keine Sünde, keine Schuld, keine getrennten Individuen, die rumrennen. Da gibt es nichts, was nicht friedvoll wäre. In unserer Schöpferkraft, und das gilt genauso für dich wie für diesen hier, haben wir uns bestimmte Vorstellungen gemacht. Diese Vorstellungen, diese Gedanken, ich nenne sie mal so, denn es sind keine gewöhnlichen Gedanken, wie sie in unserem Köpfchen auftauchen, sondern es sind Gottes Gedanken, die Schöpferkraft. Waren wir in der Lage, eine gesamte Welt zu manifestieren? Und das Resultat ist, dass diese Bilder, die wir geschaffen haben, nach außen projiziert werden, scheinbar, auch das nur ein Modell. Und dann sehen wir sie, diese Bilder. Und wenn sie uns nicht gefallen, greifen wir sie an
oder haben Angst vor ihnen oder beides, weil wir glauben, diese Bilder sind etwas anderes als wir. Wir greifen also unsere eigenen gemachten Bilder an. Wir greifen Illusionen an. Wir greifen nichts an. Du greifst nichts an. Du hast etwas dir ausgedacht, was du sein willst, und das hat sich im Nu manifestiert, und jetzt hast du Angst davor. Die Geister, die ich rief, die Bilder, die ich rief, jetzt sind sie da. Und sobald du erkennst, dass du alles damit zu tun hast, was dir erscheint, ausnahmslos, bekommst du ein Gefühl von Verantwortung zurück. Das Gefühl deiner Ohnmacht, das Gefühl der Welt ohnmächtig ausgeliefert zu sein, ändert sich in das Gefühl von der Erkenntnis, dass du das hier alles gemacht hast und dass du demzufolge nicht ohnmächtig sein kannst, sondern machtvoll und auch dazu in der Lage sein musst, alle Bilder, die du dir gewünscht hast, wieder zurückzuziehen, sie aufheben zu lassen. Aber weil du dich wahrscheinlich schon seit Jahrzehnten, wenn wir Zeit gebrauchen wollen, mit diesen Bildern identifizierst, mit deinem Inneren und den sogenannten Äußeren, die in Wahrheit das Gleiche sind, ist es unglaublich schwer, eine andere Geisteshaltung zu bekommen. Und dafür ist dieser Dirk hier da, unter anderem, wo du hinschauen kannst und dich erinnern lassen kannst an das, was du in Wahrheit bist. Du bist ungetrennt, du bist immer noch zu Hause in Gottes Schoß, im Heimathafen der Liebe, im Frieden und träumst. Du hast dir einen Traum ausgedacht, der zu einem Albtraum geworden ist, weil du es so wolltest. Das ist alles deine Mache. Nimm es wieder zurück. Geh in die volle Verantwortung und finde Antworten für das, was du da angestellt hast. Und nimm es nicht so ernst und nicht so schwer, weil du immer noch zu Hause bist. Alles, was du hier siehst, sind im wahrsten Sinne des Wortes Illusionen. Es ist alles Schall und Rauch, weil alles geistig ist. Du bist ein geistiges Wesen, kein körperliches Wesen. Und doch, wenn wir uns für einen Körper halten, wird die ganze Welt hier, die scheinbare, von einem Körper regiert. Der Körper will Ansehen, Macht, Geld, Ruhm. Dem Heiligen Geist, dem Geist, der du bist in Wahrheit, interessiert das überhaupt nicht. Noch anders gesagt, es existiert überhaupt nicht für ihn und ist völlig bedeutungslos. Bilder interessieren den Geist überhaupt nicht. Er benutzt sie als Spielzeug und wenn sie nicht mehr funktionabel sind, wird das Spielzeug einfach weggelegt. Und Spielzeuge können ja auch eine schöne und interessante und freudebringende Sache sein. Aber wenn das Spielzeug plötzlich scharfe Kanten entwickelt und du dich damit selbst verletzt, ist der Spaß vorbei. Also leg es beiseite und erkenne, was du in Wahrheit bist. Das wirst du nicht im sogenannten Außen finden können, weil es kein Außen gibt. Da ist überhaupt nichts. Wenn du mit der Hand in eine Nebelwolke aus Illusion greifst, greifst du ins Leere. Die Fülle hingegen findest du nur in dir selbst als du selbst und dafür kannst du diesen scheinbaren Körper, dieses Ding, was wir hier haben, für eine Zeit als ein wertvolles Instrument benutzen. Der Körper an sich ist aber bedeutungslos. Er ist weder schön, noch hässlich, noch schlecht, noch gut. Er ist ein Haufen Staub und Asche, den du, lieber Geist, beseelst. Ohne dich, liebes Sein, geht gar nichts. Komm wieder zurück, göttliches Kind. Erkenne, dass du hier spielst, nimm das nicht so ernst und wach auf aus diesem Albtraum, den du selbst gemacht hast. Und weil alles miteinander verbunden ist und alles eins ist, ich bitte dich mal über diese Konsequenzen nachzusinnen. Kannst du nicht mit dem Finger auf andere zeigen? Du kannst nicht sagen, das waren die und ich bin das Opfer. Du bist der Täter. Du bist der Macher.
der einzige, den es überhaupt gibt. Du bist da, du bist jetzt und hier, und das ist dein Werk. Siehe dein Werk, was du gemacht hast. Und das heißt nicht, dass wenn du zu deiner wahren Natur endlich wieder erwachen solltest, dass die Welt hier verschwindet. Das tut sie nicht. Sie bleibt, aber sie wird in einem ganz anderen Licht gesehen. Friedvoller, leuchtender, liebevoller. Es ist nicht mehr gut und böse. Es ist, wie es ist. Du hast es gemacht und erkennst auch die Vergänglichkeit der Illusionen. Alles, was kommt und geht, muss eine Illusion sein. Die Wahrheit, die Wirklichkeit bleibt ewig eins bestehen. Das bist du. Du bist zu Hause, aber weil du glaubst, dass du das noch nicht bist, sage ich vielleicht besser, komm nach Hause und siehe, dass du schon immer hier bist. Und siehe, dass du die Liebe bist. Und siehe, dass du eins bist. Erkenne es. Tausch zunächst deine falsche Wahrnehmung gegen die wahre Wahrnehmung und mit Glück kommt dein Erkenntnis. Erkenntnis kannst du nicht erlangen. Das ist der letzte Schritt, den Gott auf dich zugehen wird. Aber vorher darfst du erstmal ein paar Meilen gehen. Mach dich auf den Weg. Räum den ganzen Kram hier beiseite. Übernimm volle Verantwortung, denn du bist das Kind Gottes, genau wie Gott selbst. Du bist genauso, wie Gott dich schuf, und nichts kann jemals etwas daran ändern.